Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Invertes Virtus. Nee, Invertus? Nee, Inverbes Virtus. Toll, ich kann nicht mal den Spielnamen richtig aussprechen. Wie soll ich denn das Spiel richtig aussprechen, wenn ich den Spielnamen nicht mehr richtig aussprechen kann? Verdammte Sprecher. Leichte Performance-Einbrüche. Ich bin gerade auf den Desktop gewechselt. Ich wechsle mal eben auf den Desktop und schalte da mal was um eben. Booyah. Dort im Augenblick geruckelt haben. Mehr als es jetzt ruckelt. Okay, die Unreal Engine eigentlich ist normalerweise performance-technisch immer sehr geil drauf, aber hier irgendwie zu viele Geräusche. Ob ich von Pilzen angegriffen worden bin? Wow. Hallo? Spiel? Nur im FTA. Scheiße, stimmt ja. Der Weg zurück war nicht ganz so, ich sag mal, flächendeckend. Karte, da bin ich aus dem Seitengang raus, das heißt, ich muss. Toll. Da lang. Und hier muss ich rechts. Wieder komische Geräusche von links. Ecto Lume! Ah ja, okay, diese Kugelchen füllen mein Leben wieder auf. FTA. Die kriegen wohl einfach irgendwo aus der Wand raus. Nehme ich an. Ach, leck mich doch. FTA. Muss ich jetzt nach unten oder nach oben? Ich glaube mal nach unten, ne? Ja, nach unten. Schneekristalle. Okay, das ist immerhin beleuchtet, aber was ist denn das für ein Ort, dass da solche Felsformationen entstehen? Oder hat man den ganzen anderen Boden ringsum weggemeißelt? Klingt fast wie Minecraft. Ecto Lume. Fuck, hier Mistviecher. Ich bin ziemlich sicher, dass sie auch mal rumknabbern wollten. Oder sogar haben. Ich habe jetzt nicht auf die Dienstenergie geachtet. Aber ich habe keine stillen Geräusche gehört. Von daher. Hoffentlich ja, eventuell nein. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen anders hier. Lumetia. Lumetia. Pilzige Angelegenheit. Ach, hier vorne in der Lichtkammer nochmal vorbeischauen. Vielleicht komme ich da ja nochmal hin. Ein Lichtstrahl. Der Beobachter. Das Auge des Dreifaltigkeit bewacht dich. Doch erwarte keine Gegenleistung. Geh einfach ohne Eile und mit gesenktem Kopf darauf zu, denn Geduld ist eine der Pflichten eines Pilgers. Nur in seiner Anwesenheit und nur zu keinem früheren Zeitpunkt kann man an seine Größe betrachten und auf das Urteil der Göttlichkeit warten. Wenn erachtet wird, dass du mit reinen Absichten kommst, dann wird dir die Mittätigkeit von Veritas zuteil. Fucking Beholder. Pilzen die mal eben. Wozu unnötig viele Speicherstände anlegen? Interessant. Das Amulett, das ich habe. Das ist wahrscheinlich auch von dieser Situation stammt, die das hier gemacht hat. Wasser. Ich will mich jetzt aber trotzdem nicht runterstürzen, weil ich weiß, dass das mich tötet. Ecto Lume. Okay, sie gehen offensichtlich nicht gezielt auf mich los,
Vermute ich jedenfalls, wenn ich das Internet richtig betrachtet habe. Aber sie nerven. Und da kommen noch mehr. Und sie töten. Wenn auch nicht zwingend absichtlich. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwo falsch abgebogen, aber eigentlich sollte hier keine weiteren Gänge mehr existieren. Jedenfalls nicht laut der Karte. Ein Hexagramm. Kein Pentagramm, ein Hexagramm. Das ist, glaube ich, auch das, was früher als die Wunschstern benutzt worden ist, missbraucht worden ist. Ich erwähne das, weil ich hatte mal einen Klassenkameraden, der tatsächlich das auf einer Kirche abgebildeten Sextagramm das Symbol des Teufels sein sollte. Weil das mit dem Pentagramm verwechselt hat. Und nicht mal das Pentagramm ist ein Symbol des Nazitums, des Satantums. Fuck! Jetzt komme ich schon mit dem Scheiß durcheinander. Leck mich doch am Hamster. Ist ähnlich weiter wichtig, weil der Typ war ein totaler Vollidiot. Das meine ich so. Hector Lumine. Ich würde nach oben gucken gleichzeitig, aber das geht irgendwie nicht. Hector Lumine. Das richtige Licht. Aber ich glaube, es ist auch noch ein bisschen mehr dabei. Ne, die Distanz, die ich dahin bin, ist nicht wichtig. Muss ich vielleicht mit den richtigen anstrahlen? Aus dem richtigen Winkel? Irgendwelche Hinweise hier? Kann ich das Ding irgendwie drehen? Ich habe ja keine Zauber fürs Drehen gekriegt. Man merkt schon, ich bin echt nicht der Hellste, wenn es um ein Rätsel geht. Scheiß Brücke konnte ich reparieren, jetzt komme ich mit dem Lichträtsel nicht klar. Nur mit ja. Kein Einfluss, oder? Keine Runde, die ich lesen kann. Hector Lumine. Hector Lumine. Ich komme nicht drauf. Aha. Das ist interessant. Merken. Ah! Das geht! Doch nicht so bescheuert, aber hier ist dann offensichtlich doch nichts. Das ist nur ein falsch eingestelltes Kristall. Ja, ja. Magiefresse. Hector Lumine. Nein, Moment. Wenn das die Kammer ist, die ich vermutet habe, muss ich dann links zu dem Pilzding. Ist das derselbe Raum? Bin ich hier zurückgelaufen? Scheint so. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein zweiter Raum. Aber in den komme ich nicht rein. Bleibt mir nur noch der Weg hier. Noch ein Gang nach unten. Au. Hm.
Ein bisschen mehr ausgebaut als die Höhlen. Das macht auch irgendwie total keinen Sinn. Man hat so viele Sachen ausgebaut, aber die scheiß Höhlen gleich gelassen. Ich kann mich nicht mal doppeln in dem Game. Ah, Zeichen der Herrschaft. Offensichtlich brauche ich hier was, um die Brücke zu reparieren. Jetzt weiß ich zumindest, in welcher Kammer ich bin. Dann bin ich sogar weiter, als ich ursprünglich gedacht habe. Das erklären jetzt auch die grünen Symboliken, die ich hatte. Da war ich, hatte ich vorhin in der Pilzkammer gespeichert. Tagebuch aktualisiert. It seems like I kind of altered. The kind they use it to perform strange rituals in front of. I don't know how to use it. I need to pay attention to the inscriptions I find. They might shed some light on the matter. Okay, das scheint irgendein Dings zu sein. Ah, das sieht interessant aus. Scheint eine Art Altar zu sein, vor dem sie irgendwelche Rituale performt haben. Und ich muss auf die Inskription achten, um dies rauszufinden. Aktuelle. Eicht mir das Auge mal. Zeichen der Herrschaft am Hamster, ey. Da möchte ja. Mehr Inscriptions hier nicht sein, scheinbar. Scheint fast Kerzenständer zu sein. Mehr Inscriptions hier vielleicht? Was auch immer diese ganzen Pötte hier sollen. Also, wenn ich mit dem Scheißzeichen der Herrschaft machen kann. Ich vermute mal, das Zeichen der Herrschaft wird mir helfen, Dinge zu bewegen, weil ich kann mich erinnern, im Trailer wurde diese Säule da entfernt. Aber wie kriege ich das Ding hier raus? Actually, was für ein Ritual? Was muss ich hier tun? Echte Lumme? Jetzt irgendwie anzünden? Nee. Scheint nicht gegeben zu sein. So oben ist nur ein Kristall, der in der Leuchte hängt. Mehr nicht. Ja, du mich auch. Nee, irgendwas übersehe ich. Zeichen der Herrschaft. Es muss irgendwas mit diesem Altar sein. Nur mit her. Muss ich jetzt tanzen? Oh, Schicka. Irgendwas bewegen an dem Ding? Kann man das überhaupt? Irgendwas drücken, irgendwas ziehen, irgendwas heben, irgendwas senken. Komm schon, Game, du kannst mich doch nicht am Anfang schon in solch krassen Sackgassen schicken, wo ich nichts rausfinde.
Vielleicht beim Lichtdingens noch mal hinten drauf schauen sollen, bevor ich hierher wandere. Wenn das überhaupt ging, der Altar, da sah es mich beschränkt in seinen Bewegungen aus. Diese komischen Kerzenständer sieht man überall im Tempel. Ektelume. Ektelume. Soll ja noch einen alternativen Feuermodus geben, aber den finde ich nicht. Nummer Tja. Autsch. Ah, mein Scheißmann. Steht jetzt aber auch nichts direkt zu dem Zeichen der Herrschaft. Hat es die Musik eingesetzt? Ich habe mich gerade was erinnert, dieses Beobachterding, das ist ein Auge, also das ist ein Beobachter. Herrschaft, jemanden beherrschen, also geht man mit gesenktem Haupt drauf los. Ich löse zumindest die Musik damit aus. Du möchtest ja. Was passiert? Mir fallen die Augen zu. Flop. Interessant. Aber es gab kein Anzeichen dafür, dass ich hochgucken durfte. Ich habe es einfach getan. Hallo, meine Hübsche. Ich kann deine Nippel sehen. Miken Kalvai. Tier Veritas Udali. Eviel Ikanu. Eloden. Ekamek, Gulvi, Kelail, and Ektuda, Teman, Agel, Eludenum, Udakait, Avelum. Herrschaft. Tivan, and Udaki, Tial, Uda.
Tialuda. 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 Ah ja. I'm in charge. Interessant. Bis zur nächsten Folge.